Diese majestätische Kreatur könnte dich in wenigen Minuten töten. Aber da du das nicht wusstest, hast du sie berührt. Der unerträgliche Schmerz ist ein starkes Gift, das jetzt durch deinen Körper rauscht. Dir ist schwindelig, du bist kurz davor, ohnmächtig zu werden. Doch du musst weiterschwimmen, zum Ufer. Diese Kreatur reist nicht allein. Es könnten 1000 weitere von ihnen in der Nähe sein. Wie überlebt man eine portugiesische Galeere? Dieses Tier erhielt seinen Namen, weil es einem portugiesischen Kriegsschiff aus dem 18. Jahrhundert unter vollen Segeln ähnelt. Die portugiesische Galeere ist eine Art Siphonophore, eine Kolonie von mehreren genetisch identischen Individuen. Und alle Individuen arbeiten als eine Killermaschine zusammen. Die Tentakeln enthalten winzige Kapseln, die Harpunen abfeuern, die mit einem starken, schnell wirkenden Gift geladen sind, das Fische fangen soll. Bei Menschen kann es zu Quaddeln auf der Haut führen. Bei einer Allergie kann es zu schweren Reaktionen mit Todesfolge kommen. Warum sollte man die Wunde nicht mit Süßwasser reinigen? Warum ist die portugiesische Galeere im Sommer gefährlicher? Wie können Handschuhe dein Leben retten? Schritt 1: Nicht bewegen. Obwohl der Stich einer portugiesischen Galeere enorme Schmerzen verursacht, solltest du nicht um dich schlagen, weil du es noch schlimmer machen würdest. Die Tentakel dieser Kreatur können bis zu 50 Meter lang sein. Je mehr du dich bewegst, desto größer die Gefahr, dich in den Tentakeln zu verheddern und weitergestochen zu werden. Zu viele Stiche können zu einem anaphylaktischen Schock führen, ein lebensbedrohlicher Zustand, ausgelöst durch eine schwere allergische Reaktion. Vermeide jede Berührung mit der Kreatur. Schritt 2. Hüte dich vor dem Sommer. Es ist Sommerzeit, du willst ins Meer springen und Spaß haben. Aber mach langsam. Bevor du ins Meer gehst, informiere dich, ob portugiesische Galeeren gesichtet wurden. Denn im Sommer sind sie ausgewachsen und ihr Gift ist am stärksten. Im Sommer 1987 geriet eine 67-jährige Frau in die fast 6 Meter langen Tentakeln einer portugiesischen Galeere. Sie wurde gestochen und konnte nicht mehr atmen. Ihr Gehirn und ihre Organe wurden nicht mehr mit Blut versorgt. Sie starb. Schritt 3. Essig verwenden. Gieße keinesfalls Süßwasser auf die Wunde, denn es würde alles nur noch schlimmer machen. Du kommst gerade aus dem salzigen Meer. Wenn du jetzt Süßwasser auf die Wunde gießt, setzt der Wechsel des Salzgehalts das Gift aus den Tentakeln frei. Spüle die Wunden lieber mit Salzwasser oder Essig aus. Dadurch werden die Stacheln inaktiv und es wird kein weiteres Gift freigesetzt. Schritt 4. Trage Handschuhe. Jetzt ist es Zeit, die Tentakel aus deiner Haut zu ziehen. Es wird keine leichte Aufgabe sein, sie zu erkennen, aber gebe dein Bestes. Berühre niemals die Tentakel mit bloßen Händen, sondern verwende Handschuhe oder andere Dinge, die deine Haut vor den giftigen Widerhaken schützen. Schritt 5. Wärme hilft. 2017 entdeckten Experten der University of Hawaii, dass die Wunden nach dem Behandeln mit Essig weiter mit Wärme behandelt werden sollten. 45 Minuten mit 45 Grad Celsius warmem Wasser oder eine heiße Packung hilft, das Gift, das sich bereits in deinem Körper befindet, zu neutralisieren. Wenn du Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust und Schwäche verspürst, musst du sofort einen Arzt aufsuchen. So, du hast den Stich einer portugiesischen Galeere überlebt. Glück gehabt! Aber würdest du auch einen Biss des süßesten Meeresbewohners überleben? Dieses winzige Ding hat genug Gift, um 26 erwachsene Menschen zu töten. Wenn du wissen möchtest, wie du das überlebst, frag nicht mich. Schaue weiter hierbei. Überleben.